Hallo und herzlich willkommen hier bei SSC Live. Es ist der 7. März 2024. Mein Name ist Scott McKenzie und wir sind heute hier live in Kirkcaldy beim Halbfinale des Scottish Challenge Cup. Und zwar treffen heute hier die Race Rovers auf Toffield United. Und hier im Starks Park treffen also zwei Mannschaften aus der King's Championship aufeinander. Und im zweiten Halbfinale, was gestern schon stattgefunden hat, da haben die Kelty Hearts überraschenderweise gegen Dunfermline im Elfmeterschießen gewonnen. Und wir können also gespannt sein, wer sich in diesem Spiel hier fürs Finale dann qualifizieren kann. Beide Teams können nahezu in Bestbesetzung auflaufen. Top-Torschütze des gesamten Wettbewerbs ist übrigens Mike Meal, der Stürmer hier von Toffield United mit 4 Toren. Und auf der anderen Seite erwarten wir Alex Jakubiak, das ist der Top-Torschütze von den Race Rovers. Mal schauen. Ja, die Race Rovers waren vor 2 Jahren übrigens Finalist hier in dem Scottish Challenge Cup und haben dort gegen Queen's Park verloren und sind aber auch in der Liga bereits seit 5 Spielen ungeschlagen. Und die letzte Liga-Pleite haben sie, ausgerechnet gegen Toffield United kassiert, ist auch klar. Allerdings stehen die Race Rovers momentan nur auf Rang 8 und das nur 2 Plätze vor oder 2 Punkte vor den Abstiegsrängen. Und man munkelt, der Trainerstuhl von John McGlynn wackelt ganz bedenklich. Und während auf der anderen Seite Peter Neururer da fest im Sattel sitzt, denn Toffield United momentan Tabellenführer der Change Championship, auf dem besten Wege dazu, in die Premiership aufzusteigen. Wir dürfen also gespannt sein, wie dieses Spiel ausgeht. Ja, nochmal herzliches Willkommen hier aus dem Starks Park hier zum Scottish Challenge Cup. Der Spielberichtsbogen liegt uns vor. John McGlynn hat eigentlich, wie erwartet, sage ich jetzt mal, aufgestellt. Wichtig zu sehen, glaube ich, Alex Jakubiak und Lewis Vaughan vorne, die beiden Stürmer. Das gute, geniale Sturmduo ist auf jeden Fall wieder aufgeboten. Beim Team von Peter Neururer auch keine Überraschung, auch vorne im Sturm Saiku Jané und Mike Meal, die beiden derzeit stärksten Stürmer von Toffield United, auf jeden Fall im Team. Theo Zint ist wieder dabei und Agabus im Tor. Scheint sich so ein bisschen rauszukristallisieren, dass Peter Neururer für Agabus auf jeden Fall immer ein Faible hat, wenn es um den Pokal geht. Da hat er sich ja deutlich auch gezeigt. Und Schiedsrichter ist heute Mike Roncone. Hier nochmal ein 4-4-2 bei den Race Rovers, wie zu erwarten war. Und ich denke mal, bei Toffield werden wir das 4-1-3-2 sehen. Genau, so haben die Kollegen das auch vorbereitet. Und ich denke, das wird auch die Formation sein, die wir gleich sehen werden. Ja, die Mannschaften betreten das Spielfeld. Und los geht die Partie. Toffield United hier in blau gekleidet von rechts nach links. Mike Meal, schöner Antritt auf der rechten Seite. Bringt den Ball rein auf Morgan, aber der kann abgegrätscht werden. Ja, der Starks Park hier in Kirkcaldy ist gut befüllt und die Fans erwarten natürlich ein gutes Spiel. Hier schöner Pass auf von Russell auf Zint, aber der kann dann doch nochmal abgewehrt werden. Und man sieht schon, Toffield United möchte hier auf jeden Fall von Anfang an Gas geben, möchte zeigen, was die Mannschaft drauf hat. Guinness Walker auf der linken Seite. Morgan auf Elvis Bemono. Schöner Schuss von Theo Zint. Matthews, schief, auf Spital, schöner Schuss, aber übers Tor. Elvis Mono. Ja, aber der Ball kommt nicht gut an. Guinness Walker auf Theo und drüber. Wegero mit dem Abschluss. Aber die gute Abwehr von Toffield United steht da sicher. Dann mit dem Kopfball auf Morgan. Russell. Schöner Pass auf Jané. Schöner Schuss und Vigero hält ihn. Aber der Ball war auch zu lang. Genau, abseits. Morgan auf Goss.
Ja, die Abwehr von Race Rovers steht da sehr, sehr dicht in der Mitte. Jetzt geht's über die linke Seite. Guinness Walker, schöner Flankenball. Gianni und Vigero hält. Jetzt mal ein Entlastungsangriff hier von Race Rovers. Penrice auf der rechten Seite mit Matthews im Zusammenspiel, aber Callaway hält hier gut dagegen. Mike Meal hier wird auf die Reise geschickt, geht in den Strafraum. Schöner Schuss, Tor! Mike Meal, 13. Minute, das 1:0 für Tofield United hier bei den Race Rovers. Schöner langer Ball von Callaway, einfach mal rausgehauen. Ja, nee, sieht sofort, dass Mike Meal gestartet ist und der nimmt den Ball einmal kurz mit und dann schön mit links. Keine Chance für den Keeper im Tor von den Race Rovers. 1:0. Mike Meal momentan der Top-Torschütze hier im Scottish Challenge Cup mit 4 Toren. Schönes Doppelpassspiel. Mike Meal und Vigero hält. Einwurf, Guinness Walker. Russell auf Theo, Mike Meal mit einem schönen Schlenzer vorbei. Saiko Jané und Vigero hält. Ja, der gute Keeper im Tor von Race Rovers hält momentan die Mannschaft noch am Leben quasi. Ist doch ein sehr, sehr einseitiges Spiel. Einwurf, Guinness Walker nochmal. Saiko Jané mit dem Kopfball, aber Vigero hält wieder erneut. Meal auf der linken Seite, schöner Flankenball. Guinness Walker kann den Ball nochmal erlaufen. Legt nochmal ab auf Russell, drüber. Ja, kaum Entlastungsangriffe hier für die Race Rovers. Ein Angriff nach dem nächsten rollt hier quasi von Tofield United auf das gegnerische Tor zu. Guinness Walker auf der linken Seite, schöner Flankenball. Saiko Jané, Meal, Tor! Oder abseits? So, Russell macht das hier gut. Schickt hier Guinness Walker vielleicht sogar ein bisschen zu lang. Der flankt direkt aus dem Lauf heraus. Jané köpft Richtung Tor und Mike Meal springt dazwischen, hält den Kopf nochmal da rein sozusagen und der Ball zählt. Ja, das war zählt. 2:0. 30 Minuten. Ja, die Führung ist mehr als verdient, das ist mal klar. Also so wie das Spiel hier läuft, haben die Race Rovers hier nicht viel anzubieten. Immer wieder über Guinness Walker über die linke Seite. Theo Zinn vorbei am Tor. Schade. Alex Jakubiak, der Top-Torschütze bei den Race Rovers, kann da den Konter einleiten, aber die Mannschaft von Tofield United ist schnell wieder hinterm Ball. Schöner Ball auf Jakubiak und dann Russell setzt sich da gut durch. Mike Meal schickt Russell. Jonathan Russell geht in den Strafraum hinein. Auf der linken Seite. Versucht zu flanken. Ecke. Ah, die Fans gehen jetzt hier schon mit. Feiern schon jeden Ball quasi. Jeden Pass. Das macht Tofield United jetzt in der Phase aber auch wirklich gut. Lässt Gegner am Ball laufen. Eigentlich zum Glück, dass es nur 2:0 steht. Agabus, glaube ich, das erste Mal am Ball, wenn ich gerade gesehen habe. Mike Meal hier sprintet schön dazwischen. Aber Vigero kann den Ball noch aufnehmen. Bomona auf der rechten Seite. Bei denen nicht so viel läuft wie auf der linken Seite hier von Guinness Walker, muss man ehrlicherweise sagen. Sané, Gianni. Oh, das könnte Elfmeter geben. Ja, das sieht so aus. McClelland, der Übeltäter, der Schiedsrichter spricht mit ihm und es gibt Gelb. Sam McClelland kommt mit Gelb davon. Mike Meal am Elfmeterpunkt. Oh, schönes Tor. Schönes Tor oben in den Winkel. 3:0 nach 40 Minuten. Sein 50. Tor für Tofield United wird gerade eingeblendet. Schönes Tor. Ja, und heute schon 3. Also, das ist das Spiel von Mike Meal heute hier. So, Penrice auf der rechten Seite und Guinness Walker hält dagegen. Penrice mit dem Einwurf auf Matthews. Spital. Morgan dazwischen. Und schöner Konter auf Saiko Jané. Schöner Pass von Mike Meal. Saiko Jané 4:0. 41. Minute. Saiko Jané auf Vorlage von Mike Meal. Morgan hier schön dazwischen gegräst und dann, ja, schöner langer Ball auf Saiko Jané. Der ist schnell, nimmt den Ball einmal kurz mit, guckt und dann schön reingeschnibbelt. Keine Chance. Keine Chance im Tor. Puh, ja.
zur Halbzeit bereits 4-0. Das war mal eine richtig starke und konzentrierte Leistung von Torfield United. Reyes hatte kaum eine Chance und ja, auch die beiden gut aufgelegten Stürmer, Mike Meal und Saiku Yane, die treffen, wie sie wollen. Lupenreiner Hattrick im Übrigen von Mike Meal und den vierten Treffer, naja, dann eben schon von seinem Sturmpartner Saiku Yane. Also die beiden schießen hier quasi die Lichter aus. Und es würde mich sehr, sehr wundern, wenn die Reyes Rovers hier nochmal ins Spiel zurückfinden würden. Aber man weiß nie. Wir schauen gleich mal auf die zweite Halbzeit. Ja, also Start zur zweiten Hälfte. Ich bin sehr gespannt, wie die Reyes Rovers hier agieren, ob sie hier auf Schadensbegrenzung aus sind. Und ja, mal schauen. Elfbewohner jetzt auf der rechten Seite. Schöner Flankenball auf Sané, aber der kann abgewehrt werden. Und das ist das erste Mal, glaube ich, dass Agabus einen Ball halten muss. Ashcroft drüber. Sieht so aus, als wollten die Reyes Rovers doch nochmal hier zeigen, dass sie die Heimmannschaft sind und zumindest schießen sie aus allen Lagen. Dann und Kalambay in der Innenverteidigung machen das da hinten sehr gut, räumen da wirklich gut weg. Schöner Pass auf Theo. Theo Zint und der Ball geht nicht ins Tor. Nein, McLennan kann den Ball noch abwehren. Russell nochmal auf Theo. Theo Zint, schöner Schuss und Vigero hält den Ball. Na, Torfield United lässt das jetzt in der zweiten Hälfte tatsächlich etwas ruhiger angehen, so wie es aussieht. Ist mehr auf dem Ballbesitz geprägt jetzt. Saiku Yane, schöner Kopfball. Keatings auf der linken Seite. Die Reyes Rovers nochmal im Angriff hier. Gallagher und ja, das ist symptomatisch. Dreifachwechsel jetzt übrigens hier bei Torfield United. Unter anderem ist Flying Shadow ins Spiel gekommen für Mike Meal, der hier unter tosendem Applaus auf jeden Fall verabschiedet worden ist. Ja, es läuft momentan nicht viel zusammen bei den Reyes Rovers, muss man ehrlicherweise sagen. Und Torfield United macht nicht mehr als nötig ist, verwaltet hier das Ergebnis. Schöner Flankenball nochmal und Jakubiak kommt nochmal dran, aber die Abwehr von Torfield United hält. Das Spiel neigt sich dem Ende zu, 87 Minuten sind gespielt. Viel wird hier nicht mehr passieren, gibt auch nicht unbedingt viel Grund nachspielen zu lassen. Und Torfield United lässt jetzt die Reyes Rovers ein bisschen agieren. Theo nochmal dazwischen, langer Ball nochmal auf Shadow. Der möchte natürlich auch beweisen, dass er ein guter Stürmer ist. Steht so ein bisschen momentan so ein bisschen im Schatten von Mike Meal und Saiku Yane. Theo auf Yane, schade. Shadow auf der linken Seite setzt sich da gut durch. Dennis Walker mit dem schönen Flankenball, Shadow mit dem Kopfball drüber. Jonas Russell auf David Morgan. Sean Goss auf die linke Seite. Auf Guinness Walker. Der setzt sich da wunderbar durch. Immer noch Lust am Spielen, obwohl schon 91 durch sind. Sind auch nur 2 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Elvis Bemono nochmal mit dem Kopfball rein, aber Vigero hält. Das war's. 4-0. Jo, das war's. Beim 4-0 ist es geblieben. Also schon wie zur Halbzeit quasi. Da hat Torfield United nichts mehr anbrennen lassen. Reyes Rovers hat nicht mehr ins Spiel zurückgefunden und die Mannschaft von Peter Neururer hat im Prinzip dann diese 4-0-Führung verwaltet und sicher ins Ziel gebracht. Und Fazit des Spiels könnte man sagen, Mike Meal zerlegt die Reyes Rovers. Ja, also wie gesagt, 3 Tore, die er geschossen hat. Er Lupenreiner Hattrick. Ja, und zu keiner Zeit war dieses Spiel tatsächlich irgendwie gefährdet. Und auch in der Höhe finde ich so in Ordnung. Torfield United hat sogar in der zweiten Hälfte eher noch die Kräfte geschont. Da wäre wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drin gewesen. Und somit gibt es das spannende Finale hier im Scottish Challenge Cup zwischen den ehemaligen Rivalen der Challenge League 2, nämlich zwischen den Celtic Hearts und Torfield United. Denn beide Teams sind in der Saison 2021-22 ja gemeinsam aufgestiegen. Die Hearts damals als Meister und Torfield United musste durch die Relegation. Und während Torfield United dann quasi die nächste Saison dann
direkt aufgestiegen ist in die Championship, sind die Kelty Hearts in der dritten Liga hängen geblieben, sind momentan auf Rang 7 und wir dürfen gespannt sein, wie das Finale ausgeht. Am 6. April ist es soweit, da werden wir hier natürlich auch wieder live dabei sein, wenn es dann um den Cup geht und ja, wir sind gespannt auf Kelty Hearts gegen Torfield United im Finale des Scottish Challenge Cups. Ja, das war's hier von SSC Live und ich sag mal, euer Scott McKenzie, Slanchima.